Die Weisheit, die uns mit dem Brot der Klugheit nährt, ist niemand anderes als Christus. Davon ist Bernhard überzeugt. Er sagt, Forma sapientiae Christus est. Christus ist die Form der Weisheit. Oder wir könnten auch sagen, die Formel der Weisheit. Wir brauchen keine neue Weltformel zu suchen. In Jesus Christus erklärt sich das Rätsel der Menschheit, das Rätsel unseres Schicksals, des Universums. In ihm finden wir alles. Denn Christus ist das Zentrum der Offenbarung Gottes. Aber Bernhard warnt uns, es geht nicht nur darum, etwas zu erfassen und zu erkennen, sondern es geht vielmehr auch darum, Christus zu erfahren und ihn zu lieben. Er sagt, nur der kann sagen, dass er die heilige Dreifaltigkeit begriffen hat, was natürlich eigentlich ein Unding ist, weil wie soll man den dreifaltigen Gott verstehen, also in seiner ganzen Fülle. Also nur der, der Gott vollkommen liebt, der hat ihn auch erkannt. Also nur der angefangen hat, diesen Gott zu lieben, der kann auch von ihm sprechen und uns sozusagen zu ihm hinführen. Bernhard von Clairvaux, sagen etwa 1090 bis 1153, war ursprünglich ein Minnesänger, könnten sagen, eine Art Troubadour Gottes. Seine Gegner machen sich später über ihn ein wenig lustig, weil er auf verschiedenen Burgen und Festivals aufgetreten ist, anscheinend mit seiner Zither oder seiner Gitarre und dort eben seine Lieder und Kompositionen vorgetragen hat und eben auch an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen hat. Wir könnten sagen, Bernhard von Clairvaux war so etwas wie ein Star, also in gewisser Weise im 12. Jahrhundert. Aber da war eben auch noch seine Familie. Die Familie war sehr eng verwandt mit dem Herzog von Burgund und eben die wollten unbedingt ihn in ein Domkapitel hineinhieven und ihn dann am besten auch noch zu irgendeinem Bischof machen. Das war Bernhard überhaupt nicht sympathisch. Er hat sich also 5 Jahre irgendwie gesträubt und dann ist er irgendwie, hat ihn so irgendwie der Blitzstrahl der Gnade getroffen und er ist also mehr oder weniger hat er sich überstürzt, entschlossen in mehr oder weniger eines der strengsten Klöster, die es damals gab, nämlich in das Kloster von Citeaux einzutreten, wo ihn dann niemand zum Bischof machen konnte. Aber er war eben ein kleiner Star. Deswegen sind gleich 30 Jugendliche mit ihm dort eingetreten. Und dieses Charisma hat er behalten. Und wir können sagen, zu seinen Lebzeiten sind etwa 60 andere Klöster und Abteien allein nur von Clairvaux, also seinem Kloster aus, gegründet worden, auch Heiligenkreuz. Allerdings nicht direkt von Clairvaux, aber er hat auch etwas mit der Gründungsgeschichte von Heiligenkreuz zu tun. Ohne den heiligen Bernhard gäbe es kein Heiligenkreuz, also nicht dieses Heiligenkreuz, was wir kennen. Denn da war eine Gruppe von österreichischen Studenten und Jugendlichen in Paris, die dort eben Theologie studiert haben. Das war damals das Mekka für die Theologie in Europa. Und der heilige Bernhard hatte dort eine große Predigt, wo er eben zu den Studenten gesprochen hat. Das hat sie so fasziniert und begeistert, dass diese Gruppe von 15 österreichischen Jugendlichen sich entschlossen hat, geschlossen in den Zisterzienserorden einzutreten. Und das hat dann den heiligen Leopold wiederum motiviert, hier in seinem schönen Wienerwald in eine Jagdhütte zu schenken und eben dieses Heiligenkreuz mit einer Reliquie vom Heiligenkreuz hier aufzubauen. Wir könnten also sagen, da war wahrscheinlich auch schon der Segen des heiligen Bernhard mit dabei. Was würde aber Bernhard sagen zum heutigen Evangelium? Ja, Gott ist in sich Leben, Vielfalt und Einheit, weil er eben in sich selbst Liebe ist. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Also wie wir damals das Projekt hatten, wir gründen ein Kloster in Sri Lanka, also Abt Gregor,
Missionschef damals hat sich also groß hingestellt, hat gesagt, wir gründen jetzt ein Kloster in Sri Lanka. Also er hat mich mitgenommen und dann wurden wir in verschiedene katholischen Schulen des Landes hinausgeschickt und sollten dort eben über unser Klosterprojekt sprechen, um Jugendliche zu motivieren, da mitzumachen. Also ich habe auch dort mitgesprochen, wir haben auch gesungen und dann bekomme ich einen Brief, also ich war schon begeistert, wir bekommen einen Brief. Was ist aber drin? Es war ein Brief von einem muslimischen Jugendlichen, also der offensichtlich in diese katholische Schule gegangen ist, der mich also aufgefordert hat, Allah anzunehmen und mich dem Islam zu unterwerfen, denn er ist ja der Schöpfergott. Dann habe ich ihm geantwortet, ja, also für uns ist Gott nicht einfach ein ferner Diktator am Rande des Universums, sondern unser Gott ist ganz anders, weil er eben in sich selbst Leben, Gemeinschaft, Liebe, Vielfalt, Kreativität und Freiheit ist. Und das, dadurch können wir auch dieses Wunderbare, diese Schönheit dieser Schöpfung begreifen und auch diese Freiheit, die Gott in uns schenkt. Und das ist doch ein prinzipieller und fundamentaler Unterschied zwischen diesen zwei großen Religionen, eben, wo es nur Unterwerfung gibt, aber im Christentum gibt es eben diese Freiheit und diese Kreativität. Aber das Zentrum von allem ist die Einheit. Und das ist also in Gott eben diese Einheit der Liebe, aber er will uns auch in diese Einheit hineinnehmen. Und das ist eigentlich die Kirche. Heilige Bernhard sagt, die Kirche ist Unanimitas, also eine Einheit der Seelen, Seelen, die zusammenfinden, und zwar in Gott zusammenfinden. Das ist die Aufgabe der Kirche, uns zu Gott zu führen, ihn mit ihm zu vereinen und eben hier eine Einheit der Liebe zu schaffen. Und wir könnten sagen, dass das eben auch ein großes Thema für die Kirche von heute, aber eben auch zur Zeit des heiligen Bernhard war. Nur da gab es einen großen Schmerz. Es gab eine Spaltung in der Kirche. Denn das Herz der Kirche, wie ich immer sage, schlägt in Rom. Und der Papst ist sozusagen der Stellvertreter Christi und eben das Zeichen der Einheit. Aber am selben Tag im Jahre 1130 wurden zwei Päpste gewählt. Die eine Fraktion der Kardinäle hier, die andere dort. Einmal der Papst Anaklet und auf der anderen Seite Innozenz. Also die ganze Christenheit war gespalten. Das war wie eine blutende Wunde. Und dann sind also die Bischöfe in Frankreich, haben gesagt, und der König, also wir fragen jetzt mal einen heiligen Menschen, welchen Papst sollen wir denn da unterstützen? Sie waren alle sehr verwirrt. Also sind sie auf den Bernhard gekommen und der Bernhard sollte ihnen sagen, wen unterstützen wir? Also Bernhard hat gesagt, also wir unterstützen den, der besonders für die Reform der Kirche ist, also für eine geistige Reform der Kirche. Gut, also er hat dann einen Auftrag bekommen, zu predigen und irgendwie zu versuchen, dieses Schisma zu heilen. Das hat ihn 8 Jahre beschäftigt. Das war wirklich ein Kampf. Also am Ende, und das spricht also für Bernhard, weil er hatte ja keine militärische Macht oder keine großen Geldmittel oder sonstige Mittel im Rücken, sondern er konnte das nur mit seiner Persönlichkeit. Also am Ende ist es ihm aber gelungen, zwei Päpste, das war also der Viktor, war inzwischen der Nachfolger von Anaklet, und Innozenz, beide zusammenzubringen und den Viktor so weit also zu überreden und oder ihm zuzureden, dass er eben seine Tiara zurückgelegt hat. Das heißt, dass es wieder eine einzige Kirche gab und dass es da eine große Versöhnung gab, ohne große Verletzungen und Verwundungen. Und das war vielleicht auch das Geheimnis des heiligen Bernhard. Und ich denke, das ist auch sicherlich eine Aufgabe hier für uns. Also wurde manchmal gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis des Wunders von Heiligenkreuz? Also da gibt es natürlich viele Erklärungen. Also ich meine, eine dieser Erklärungen ist vielleicht auch der Abt Maximilian, also in gewisser Weise. Also wie wir da ein Kloster in Stiepel gegründet haben, da gab es ja auch eine Opposition, auch Widerstände und Schwierigkeiten und so weiter. Die Mehrheit der Leute dort im Ruhrgebiet sind auch eher Lutheraner, evangelisch.
und so weiter. Und da gab es also Widerstände. Und schließlich, da hat also der damalige Pater Maximilian gesagt, also wir werden nicht aufgeben, wir werden sie lieben. Und mit diesem Prinzip sind sie durchgekommen. Und eben, wenn die Leute sehen, da gibt es eine kleine Gruppe, die zusammenhält, die diese Einheit mit Gott lebt und untereinander, das ist unglaublich attraktiv, nicht? Und da kommen die Leute und helfen gerne mit. Und das habe ich dann schon in Stiepel miterlebt, wie da also 50 freiwillige Helfer waren oder Tausende da geströmt sind zu diesem Klosterfest und so weiter. Und das ist das, was wir aber auch hier, meine ich, an der Hochschule erleben, dass wir eben, wir versuchen unser Bestes, also unsere Einheit, die wir miteinander leben, aber das kommt alles aus dem Gebet, das kommt nicht aus uns heraus, wir sind sehr verschiedene Persönlichkeiten, aber wir beten miteinander und wir leben diesen Weg der Versöhnung und der Liebe und das ist, wir können es nicht anders sagen, gesegnet, weil wir eben in dieser Einheit mit Gott und dem Papst und der Kirche hier versuchen, sozusagen die Wunden der Spaltung in dieser Welt zu heilen, die Welt, die so kompliziert ist mit so vielen Brüchen und Schwierigkeiten, aber dass wir die eben zu Christus hinführen und eben zu dieser Einheit der Kirche. Und ich denke, diese Aufgabe wird auch in Zukunft eine wichtige bleiben. Amen.